I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her, and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Yuffe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my closing. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Mano, quem é esse cara aí? Não da tua conta, rapaz. Então vai, vai. Fudeu! Meu, conta o tempo dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Patrão, filha da puta! Atrás de inocentes! Vai te fuder aqui dentro, rapaz! Vai ser aqui! Eu não fiz nada! É aqui que você vai se acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu! Se fudeu, filha da puta! Otário! Estou aí, otário! Deixa eu sair daqui, velho! Ô, ô, ô! Segura a porta aí! Rapaz, eu vi uma outra versão. Você desafiou? Valeu, mas eu vi aquela parada lá, hein? Morou. Valeu, amigo. Tudo mais que nada. Tem mais o quê? Hey!
are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Und damit sehr gut. Sehr gut. Ich schneide das jetzt einfach mal nicht raus. Okay, da müssen wir uns jetzt echt beeilen. Haben wir Bullet Time? Nee, ne? So, ich wollte sagen, und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil von Max Payne 3. Aber das war ja gerade sehr gut. Eine Sekunde gezockt und direkt gestorben. Wow! Ist natürlich sehr mutig, das Ganze von innen aufzuräumen. Aber gut, warum nicht? Macht's halt unkonventionell. Hat er ja gesagt. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Er hat ja gesagt, wir werden das Ganze ein wenig kreativer angehen. Und wir sehen auch mittlerweile richtig smart aus, so mit unserem schönen weißen Hemd, der Krawatte und der schicken Anzugshose. Anzughose ohne S. Figured I'd bag those up for evidence. Junge, geh raus. Also. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once, the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. Keine Munition für mich. Schade. Egal. Wartet mal. Ich will mal kurz was gucken. Kann ich hier was untersuchen? Ne, das sah so aus. Zumindest haben wir genug Schuss in den Pistolen. Ich verstehe voll viel. So, das lief doch ganz gut. Mist, ich brauche eindeutig mehr Munition und... Ah, der Typ hat... Es lebt noch immer. So, jetzt aber nicht mehr. Ich brauche eindeutig mehr Munition für meine MP5. Oder was auch immer das ist. Boah, ist das hier eng. Ah, wartet mal. Was habe ich denn da gerade weggeworfen? Scheiße. Jetzt komme ich nicht mehr da ran, ne? Oh Gott, Kotze, Alter. Das lief ja gerade echt super. Egal, dafür laufen wir halt jetzt mit einer goldenen Pumpe rum. Ich wollte euch gerade mal was fragen. Schaut mal, erinnert euch das von hinten irgendwie an wen? Wenn er sie jetzt einen schwarzen Anzug anhätte? Und noch ein bisschen einen rasierteren Kopf? Hitman? Ich glaube, Agent 47 heißt er, ne? Wir rüsten wieder die Doppelknarren aus. The last few prisoners were trapped in here, more pressingly.
Nazi and I was too. Die sind echt effektiv, die Doppelknarren, ganz ehrlich. Die verbrauchen zwar unglaublich viel Munition, aber wenn man damit gut zielt, sind die wirklich ziemlich effektiv, ey. Der hat aber noch überlebt, Mist. Stirb! Danke. War's das? Naja, nicht so ganz. So, das aber, oder? Aber wir haben auch gar keine Pumpe mehr. Okay. Jetzt haben wir wieder eine. Ich hätte aber lieber gerne die andere da. Ja, genau. Die da. Ja, sehr gut. Gib mir ein wenig mehr Munition, dann bin ich zufrieden. The security switch had to be in that booth. Und du wirfst schon wieder deine Waffe weg. Ich weiß nicht, warum du das immer tust. Sehr unverständlich für mich, Max. Da gibt es ein wenig Medizin. Vielleicht kann man da vorne was untersuchen. Wir schauen mal. Ja. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Ich glaube, das war's grob, oder? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Vielleicht hier hinten noch was, aber... Ah ne, hier waren wir schon, ne? Okay. Ach, der wirft seine Waffen immer out. Ach so, oh leck. Echt? Och, ist das scheiße. Der wirft seine Waffen automatisch weg, wenn man zu einer Doppelknarre wechselt. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich so selten mit doppelten Pistolen schieße hier in dem Spiel. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Hör auf zu schießen. Jetzt muss ich nur auf die richtige Gelegenheit warten. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. So. Der ist sogar auch Gold, ne? Ja, der ist auch Gold. Da gibt's noch einen Raketenwerfer. Geile Sache. Ich sollte mich vielleicht erstmal um den hier links kümmern, der mir da ziemlich auf die Pelle rückt. Ich könnte auch einen Raketenwerfer schießen, aber ich will es mir, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen aufheben. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unnötig ist, das aufzuheben, aber wer weiß, was uns da noch erwartet. Da will ich jetzt nicht irgendwie unnötig Munition verschwenden, zumal es ja auch so geht. Oh, das mache ich aber natürlich gerne. Wow, ich sollte vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Scheiße, das hat mir jetzt mehr geschadet als geholfen, um ehrlich zu sein. Aber ist egal. Liegt ja eh Munition für uns rum. Wow. Wir haben jetzt unsere ganze blöde... Ja, Jung, nimm mal bitte Muni auf. Hallo, nimm mal bitte Munition auf. Hallo. Alter. Da liegt eine Munitionskiste. Nimmst du mal bitte die Munition davon auf? Will er nicht. Super. Das klappt ja echt gut. So, jetzt haben wir aber erstmal... Schauen wir mal kurz hier. Rennen wir da jetzt noch einmal hin? Ja gut, dann ist es wohl buggt. Finde ich irgendwie jetzt sehr unschön, um ehrlich zu sein. So.
Ah. Wenn du mir in den Kopf schießt, kann ich das Ganze auch. Wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Aber es geht doch irgendwie aufwärts. Der hat schon aufgehört zu saufen. Wow! Aber es geht auf jeden Fall aufwärts mit dem guten Max. Da kann man sagen, was man... Also für seine Verhältnisse, ne? Ich bin gespannt, was im nächsten Teil von Max Payne 3 so zu erwarten ist. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Weil ich glaube, das wird schon ein richtiger Verkaufsschlager für Rockstar und ja, die wären eigentlich ganz schön blöd, wenn sie jetzt wieder 12 Jahre warten. Na, ich glaube schon, dass Max Payne 4 dann in dem Fall erscheinen wird. Also ich weiß es ja noch nicht, ich bin ja noch nicht am Ende, aber ja, allein schon, weil es Rockstar entwickelt wird, ist eigentlich schon ein finanzieller Erfolg. Es ist ja auch ein Top-Spiel, aber bei Rockstar kaufen die meisten Leute ja auch blind, ohne irgendwelche Bewertungen zu lesen. Weil in den meisten Fällen ist ja auch alles richtig ist. Also Rockstar macht ja auch eigentlich nur super Spiele. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Nachfolger, auch wenn der aktuelle Teil noch nicht so ganz vorbei ist. Wir sind tot, aber das ist egal. Also jetzt gleich sind wir tot. Irgendwann. Im nächsten Augenblick. Irgendwann. Stirb. Gott, ich brauche lustige... Ich brauche verdammt lustige Medizin. Lassen wir die mal fallen. Hier finden wir bestimmt was, oder? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Nein, Alter, ich brauche doch Dings, bitte. Ich brauche unbedingt Medizin. Ansonsten war es das gleich mit mir. Scheiße, Mann. Da will ich gar nicht durch, ey. Das macht mir jetzt schon so einen Scheiß Angst. Gut. Bitte hier vielleicht. Bitte! Danke. Boah, zumindest ein bisschen was. Ist zwar nicht viel, aber... Zumindest lässt uns das ein klein wenig länger überleben. Nein! Perfekt. Oh Gott, es ist so ruhig. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Gehen wir erstmal da vorne rein und schauen nochmal. Uns hier irgendwas Interessantes erwartet? Nee. Nix, keine Medizin, gar nichts. Mist. Okay, gut, dann geht's mal weiter. Ich hoffe mal, dass jetzt irgendwann ein Speicherpunkt kommt. Das wäre nämlich echt super. Oder wir kommen hier raus und uns erwartet direkt so ein Polizist. Der uns natürlich auch leider gleich erwischt hat. Oh Gott, fuck you. Alter, ich werde jetzt nicht an dem einen Bullen verrecken. Beim besten Willen nicht. Oder vielleicht doch. Och, Max, du blöder Bastard. Wirklich zu blöd, um hinter der Säule in Deckung zu gehen. Ich brauche wieder Medizin, ey. Unbedingt. Ja, super. Da hat es zwar gespeichert, aber nicht. Aber das ist nur der Speicherpunkt dafür, dass wir es gefunden haben. Nee, ich will noch gar nichts angucken, Mann. Ich will erstmal. Ja, Painkillers. Sehr schön. Jetzt haben wir ja richtig viel in dem Level sogar zusammenbekommen.
Ich brauche einen Speicherpunkt. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Alter, krass. Das ging fix. Wir warten auf jeden Fall jetzt erstmal kurz, weil wir sehen ja einfach mal nichts. Ob die sich dessen bewusst sind, dass ich hier irgendwie überhaupt keine Chance habe? Wie will ich das denn machen? Ich kann ja keine Sekunde oben bleiben, ohne jeden Moment erschossen zu werden, Alter. Meine Herren. Ich liebe euch auch, ey. Wir sind jetzt gleich schon wieder tot. Oh. Hör auf nachzuladen, du Scheißkerl! Ja, oh Gott, wie will ich das denn schaffen?